Amateure und auch MON. Und dann danke ich Ihnen, Sie sind ja schon einen ganzen Kopf größer als ich, haben den Draht nach oben viel mehr als ich, dass Sie dafür gesorgt haben, dass der Wettergott heute hier in Trier mit dabei ist. Herr Leibe, Ihre Worte. Ich freue mich sehr, dass alle Mitglieder der Schwalbe, die das organisieren, es wieder getan haben und der Wettergott unterstützt. Wir wissen alle, wenn es regnet, dann ist es ein bisschen rutschig und die Radfahrer müssen dann noch mehr aufpassen. Heute ideale Bedingungen, Trier ist eine Radsportstadt und wenn ich hier stehe, vor einigen Jahren hatten wir die Deutschlandtour hier, genau mit diesem Panorama. Und deshalb, Sport und Geschichte gehören zusammen. Ich drücke allen die Daumen und jetzt freue ich mich einfach darauf, tollen Radsport zu erleben. Danke nochmal allen, die es tun und es ist alles Ehrenamt. Darf ich mal darauf hinweisen? 5, 4, 3, 2, auf geht's! Der dritte große Preis der Stadt Trier ist eröffnet. Die Amateure gehen in die erste von 40 zu fahrenden Runden 1,2. Führungsfahrzeug vorneweg, langgezogenes Feld, das heißt hohes Tempo, hohes Tempo. Schauen wir mal, wie schnell sie für die Runde fahren. So, in dem gelben Trikot ist überrundet, bitte aus dem Rennen. Aber ihr seht hier, der rote Helm vorneweg macht Tempo. Ne, jetzt ist das Feld wieder stramm gezogen, das war die 22. Das ist ziemhaarig, freiwillig sage ich. Immer wieder wird gezuckelt und wir sehen es. Sage ich. Und das ist die große Verfolgergruppe. Ja, die wird schaffen, wird nicht überrundet werden. Ja, gut macht ihr das, Jungs. Alexander Hund wieder vorne weg und Jakob Summer mit dabei. Und mit der 17 auch drin, Laurenz Ferry vom RSC Überherren. So, die vorletzte Runde wird eingeläutet und unverändertes Renngeschehen hier auf dem 1,2 Kilometer langen Rundkurs vor der Fontanica. Unverändertes Bild, unverändertes Bild. Hitzenwechsel, Jonas Bong, der Beste of Cologne. Vorletzte Runde ist da auch wieder alle zusammengefunden, alle zusammengefunden. Doch hier mit der 50. Ausgefahren, Anton Wersma von Muttersport. Auch hier wird es dann zum Sprint um Platz, glaube ich, 13, 12, 13 kommen. Oh,
1, Senioren 2 und 3 gehen auf ihre 30 Runden hier in der Vierer Innenstadt und wir natürlich schließen. Marco König sich Platz 2. So, und unser Sieger vom ersten Rennen. Und jetzt möchte ich bitte ein bisschen mehr Applaus als eben von St. Avold, Chris Valentin. Und natürlich wieder als Preis für unsere Erstplatzierten dieses Jahr einen Originalpflasterstein aus der Trierer Innenstadt. Wir haben eben schon vom Alfons gehört, 60-70% der Strecke sind auf Pflasterstein. Das macht dieses Rennen aus. Einmal in den Punden. Schöne Strecke, schönes Wetter, alles gut. Alles gut. Wie war es unterwegs? Ihr habt lange in einer größeren Gruppe, 10 bis 15 Mann, seid ihr zusammengefahren, habt euch abgesprochen. Wie war die Dynamik? Wolltet ihr mal ausreißen? Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Am Ende war dann doch ein Sprint. Vielleicht erzähl mal ein bisschen was zum Rennen. Am Anfang, wir waren 3, dann glaube ich 7. Wir wussten nicht mehr, wer war mit oder überrundet, aber jeder hat ein bisschen gemacht und dann ein Sprint. Sieger von unserem Ausrichterverein, der erste Heimsieg. Einen großen Applaus für Jakob Sommer. Und auch für Jakob gibt es natürlich einen Originalpflasterstein für die Vitrine. Herzlichen Glückwunsch. Und Jakob, ich weiß ja, wie hast du empfunden und was bedeutet der Sieg auch für dich? Ja, das ist natürlich immer das Saisonhighlight hier in der Trierer Innenstadt und es ist super zu fahren hier vor der Kulisse mit den Zuschauern und das war auch ein bisschen mein Ziel, dass ich das Rennen mitgestalten kann. Ja, und jetzt freut es mich, dass für den Sieg gereicht hat und auch für der Amateure hat es ganz gut geklappt. Und ja, bei dem Wetter, top organisiert, kann man sich nicht beschweren. Mal gucken, ob sich da irgendwas tut, ob da jemand rausfährt. Jetzt macht das Tempo die Nummer 27. Manuel Nicolino, Wunderhöfer, Velofried aus Luxemburg. Und die Verfolgergruppe, nicht die Spitzengruppe, verfolgt das Führungsfahrzeug. Jetzt Thomas Vandala, Markus Kerstin jetzt an dritter Stelle. Sind da schon die Vogelblinkel? Die alten Herren, darf man sagen, 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's! Leute, ist das Rennen! Wir sind ein Meister.
Dann irgendwie habe ich ein Déjà-vu gerade, weil die Nummer 2 kenne ich schon von letztem Jahr. Und auch derjenige, der hier schon vor mir steht und jetzt den Pflasterstein bekommt. Und wir werden mal gleich nachfragen, ob er aktuell zu Hause irgendwas am Pflastern ist oder ob er noch Pflastersteine braucht, weil er hat auch im letzten Jahr schon gewonnen. Einen großen Applaus bitte für den souveränen Sieger, Markus Kersteln. Glückwunsch. Ja, der Markus, leidenschaftlicher Radfahrer. Im Sommer hat er auch ein Gravel Race organisiert. Hier dein zweiter Pflasterstein mittlerweile. Und jetzt kannst du uns mal die Frage beantworten. Du hast letztes Jahr einen Pflasterstein, jetzt schon einen. Planst du irgendwas damit oder warum sahnst du dir hier ein um das andere Jahr ab? Ja, ich warte jetzt noch so lange, bis ich genug zusammen habe. Schöne Terrasse für den Ruhestand dann. Okay, dann Pflasterstein wirklich verdient. Jetzt einen großen Applaus bitte für Steffen Heinz. Für dich gibt es eine Kiste Sekt von unserem Sponsor Lightlife bei Schloss Wachenheim. Gerne den zweiten Tritt benutzen. Da ist die Party heute Abend garantiert. Ein Pflasterstein aus der Trierer Innenstadt. Hier bitte gerne eure Fotos machen. Und für die Erstplatzierte steht noch hinter dem Podest alles. Gibt es natürlich wieder eine Kiste Sekt von unserem Sponsor. Und unseren beliebten Pflasterstein für den ersten Platz. Und gewonnen hat wieder, wie der Alfons eben schon gesagt hat, die Anna Swosil. Ein Applaus bitte. Herzlichen Glückwunsch, starkes Rennen. So, hier dein Pflasterstein. Gerne einmal aufs Podest. Das hier macht uns ganz besonders stolz, weil letztes Jahr war es das erste Mal, wo die Damen sich dem Kurs angenommen haben. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Podest, ein sehr starkes Rennen. Ich wünschte, dass das einfach diese Aufmerksamkeit bekommt. Also ich finde es extrem cool, dass wir auch eine Bühne bekommen und ich fände es schön, wenn sich noch viel mehr Frauen anschließen würden und sich einfach trauen würden, weil in Wahrheit ist es eh halb so wild und es macht einfach wirklich, wirklich Spaß. Sehr. Also alles geht dann in Fahrräder für Afrika in dieses Projekt, das jetzt gerade vorne auf dem... 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's, Hobbyfahrer, mit dabei Lukas Lindbach mit der Kamera und hier die Jungen, die mitfahren, 4 Runden. Wasserbefahrer kostet, die kann man heute hier kaufen, als Geschenk für sich selbst oder für andere. Und auf diesem Podest dieses Fahrers ist eine Widmung. Hashtag Bicycles. Unter diesem Hallo. Ja, so, okay, der Ton ist auch wieder da. Ja. Ja, Gott sei Dank hier, die Luft ist in den Reifen geblieben, hier bei der Tour, Das ist ja, glaube ich, schon hier, das ist sie, im Schwalbe-Trikot mit der 87. Zur Siegerehrung, die findet so in, ich denke mal, so in 10 Minuten statt. 3, 2, 1, auf geht's! Aufrennen beim großen Preis der Stadt Trier, dritte Austragung, Rennen der Elitefahrer, 50 Runden, 1,2 Kilometer, ergibt insgesamt 60 Kilometer. Wunderbar,
Sieger. So, wo ist er? Er hat eine Fanbase. Und jetzt wird's laut. Ein großen Applaus für Marvin Berg. So muss das sein. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Marvin. Gerne. So, jetzt machen wir es mal hier so wie bei der Pokalübergabe bei der Fußball-WM. Jetzt muss er so eine Laola machen und dann dürfen deine Fans nochmal jubeln. Du darfst schon mal drauf. Geh schon mal aufs Podest. So. Genau. Jetzt. Ei. So, und jetzt. Seine Fans, seid ihr bereit? Spitze. André Schütz, Joshua Ase, T-Möbel Ehrmann und Skull Racing. Skull Racing, André Schütz vorne. Joshua Ase dahinter. Jetzt das Tempo ein bisschen rausgenommen. Jetzt geht's ja für das große Feld. Für das Feld auch in die letzte Runde. Es sind einige Fahrer ausgestiegen, die das Tempo nicht mitgehen konnten. Alles zusammen, immer wieder. Die 27 vorne, immer wieder. Max Frederik Wolti vom Team Stus VSD. Sieger. Einen Sieger, der das Rennen hier kennt. Er hat die Premiere auch gewonnen, bei regnerischem Wetter. Und er hat gesagt, hier in Trier muss man die Kurve schnell anfahren. Und da hat er mit André Schütz den richtigen Mann mit in der Gruppe drin gehabt. In der Kurve nichts verloren. Und er ist am Abstand immer größer geworden. Auch er vom Team Möbel Ehrmann, Joshua Asel.
Kai, dreh mal um. Nee, so, dann fragen wir mal jetzt den Drittplatzierten, gratulieren zum dritten Platz, zum dritten Sieger. André, holst du mich mal gerade mit hoch mit deinem neuen Knie, ist halt immer ein bisschen problematisch. So, du hast 2019 hier im Ringrennen gewonnen. Das war doch heute ein ganz anderes Rennen. Wie hast du das Rennen heute aus deiner Sicht, aus der Sicht des Siegers gesehen? Es ist schneller im Trockenen, angenehmer, nicht so gefährlich. Aber trotzdem gilt, die Kurven richtig schnell fahren und dann ist man vorne dabei. Danke.